Ja, Leute, Anime-Duelle geht in die nächste Runde und heute schauen wir uns natürlich an, was für ein Match wir haben und natürlich, wie es steht. Und aktuell steht es für den guten CK 3 Wins an der Zahl, für mich 5. Ja, Leute, ich konnte einen kleinen Vorsprung aufbauen, aber jetzt nicht ausruhen, denn wir wollen ja weiter gewinnen. Aber wer spielt überhaupt heute? Naja, ich habe die Möglichkeit, Aster Phoenix zu spielen, da freue ich mich sehr drauf. Und auf der anderen, Chess it up, Chess Prinzen, der Lieblingscharakter von Jan, und ich bin gespannt, ob wir eine Chance haben. Beide haben sehr gute Decks, sehr starke Karten, von daher kann es sehr spannend werden. Naja, aber erstmal wollte ich gucken, was man spielen kann. Das heißt, wir gehen jetzt gleich zum Deck rüber, aber wie immer, wichtig zu erwähnen ist, das Ganze hier ist ein Best of Three. Bedeutet, falls ihr das Match sehen wollt, müsst ihr auch zu den guten Seeker rübergehen und das Duell euch dort eben angucken. Aber wir gucken uns jetzt eben das Deck an. Ja, der gute Aster Phoenix, und das Deck ist natürlich unglaublich stark, obwohl wo man zugeben muss, er spielt einige Bricks und auch sehr viele Monster, die Low ATK haben, was natürlich ein bisschen schade ist. Wie immer einmal natürlich Dark Angel kann man eventuell benutzen, aber natürlich unser D-Würfel, absolut krank. Natürlich gerade mit Dogma und Plasma, absolut MVP. Dann wäre Schicksalsheld Debatteur, der natürlich eventuell gut genutzt werden kann, zum Root, aber nicht. Dann natürlich Doomlord, Klassiker. Dann hier und unseren Counter, und das muss man sagen, Gefängnisuhrturm ist unglaublich spielstark natürlich in diesem Format. Dann haben wir natürlich hier Diamond Dude, gute Karte an sich. Defenders, 4 Defender. Fearmonger zum Reviven. Dann haben wir noch Dunka. Dunka hat einfach gute Verteidigungswerte. Deswegen Dasher, Double Do, Malicious natürlich. Dann Dreadmaster brauchen wir natürlich auch. Und jetzt kamen wir natürlich zu den Spells, und das ist natürlich sehr stark. Wir haben elegante Wohltäterin. Wir haben Wiedergeburt, Topf der Gier, Land formen einfach. Schicksal ziehen, super gut an. Polymerisation, um natürlich eventuell Schicksalsendra rufen zu können. Dann Dr. D, auch eine Karte, die sehr gut ist. Dann Ring des Magnetismus, Leute, wir müssen die Oldschool-Anime-Kombo drin haben. Zyklonenklinge, Gefängnisuhrturm und Finstere Stadt, wir spielen beide Field Spells, weil ja Gefängnisuhrturm irgendwann auf jeden Fall weggeht. D-Kraft natürlich für Plasma, MST ist ja Standard. Dann Strafe des Wächters, ist eventuell ein Draw 1, ist von daher ganz nett. Ein Kräftungsschild, ja, komm, die Lebenspunkte nehmen wir mit. Schicksalssignal holt uns hier das Monster quasi, das ist Stufe 4 oder niedriger, aber sehr gut. D-Schild auch unglaublich strong, Schicksalskette strong, D-Gegenschlag stark, Geschick stark und Ruf der Gejagten natürlich auch ganz gut. Heißt, wir haben ja wirklich ein gutes Deck, und mal gucken, ob wir damit jetzt gewinnen können. Möge das Schicksal mit mir sein. Das wollen wir mal sehen. Oh. Das gefällt mir nicht. Das ist crazy, die Hand. Aber ich weiß gar nicht, ob die mir was bringt, so viel. Okay, wir ziehen erstmal. Bringt das so viel? Aber ich meine, bringen oder nicht bringen? Elegante Wohltäterin! Ja. Eine elegante Wohltäterin in dem Deck ist so krass, weil du hast auch so gute Sachen im Friedhof. Meinst, ja! Meinst du das? Oder das? Hä? Der wird auch discarded dabei? Warte mal, falls... Ach, durch die Karteneffekt, verdammt. Ja, egal. Ja, Schnickschnack, braucht kein Mensch. So. Dann würde ich sagen, aktivieren... ja, wir aktivieren Malicious. Ich bereue es, wenn ich das nicht tue. Ja. Ey. So. Topf der Gier. Okay. Also ich finde, ich habe noch zu wenig gezogen. Schicksal ziehen. Okay, er spielt einfach Exodia. Ja, warte mal, ich muss mal irgendwas lesen in Karten. Warte. Oh, okay. Ja, da müssen wir jetzt mal überlegen. Ja, wir machen das, glaube ich, dazu. Okay. Dann würde ich sagen. Es fühlt sich schon hart mies an, aber. Tribute? Double Dude! Und da bist du. Okay. Dann wollen wir mal sehen. Aber dafür, dass ich so viel gezogen habe, bin ich sehr enttäuscht, muss ich zugeben. Kann ich verstehen. Wieso bin ich nicht dran? Bist du in der Draw-Phase? Oh nein, Junge. Ah, okay. Ich,
dachte schon, Master Duel. Haben wir noch nie gehabt. Okay, es lädt, okay. So, was du kannst, kann ich auch. Topf der Gier. Oh, da kann ich reagieren. So, dann wollen wir doch mal sehen. Ich würde sagen... Irgendwie machen mir deine Mehrkarten mehr Angst als meine Mehrkarten. Ich rufe meinen mächtigen Z-Metallpanzer. Oh, ja. Und rüste ihn mit meinem noch mächtigeren weißen Schleier aus. Oh, das ist doch ja gut. Hey, warte. Achso, ich kann keine Karten aktivieren, wenn du Stamina tappst, ne? Ja. Okay, krass, ja. Was? Nein, warum ist das schon wieder so unfair? Ja, dieses ist ein Heavy Storm. Hey, dafür, dass es letztes Mal nicht geklappt hat. Ich weiß nicht mehr warum, aber... Weil das es einfach auf dein eigenes Monster gemacht hat, was dann das annulliert hat. Ja. Oh Mann, das ist so unfair. Das bringt halt alles nicht. Okay, es ist jetzt wieder die gleiche Situation wie damals. Wenn ich jetzt rein crashe, dann werden deine Sachen nicht zerstört. Ja, wenn beide gleichzeitig zerstört werden, nicht, ne. Okay, dann tut das jetzt richtig weh. Aber mache ich das jetzt oder nicht? Das ist schon hart minus. Du machst es mir nicht leicht. Mhm. Ich krieg jetzt 3000 Schaden. Ja, was sein muss, muss sein. Was? Okay, okay, warte. Okay, okay. Das bringt nichts, oder? Ah, shit. Ich glaube, ja, das funktioniert nicht. Aber ich mach's, ich versuch's trotzdem. Nee, es geht nicht, leider. Ich hätte es vorher aktivieren müssen. Ah, egal. Ah, es ist doch! Es geht doch! Das. Ach, der triggert nicht! Der triggert nicht, deswegen! Das ist einfach Condition-Effekt. Ja, das ist gut. Okay. Ja, dann... Wen greife ich jetzt an? Es kommt halt drauf an, was du auf der Hand hast und was du gleich beschwörst. Ich hab viel gezogen, so ist es ja nicht. Ich greife Double Dude an. Oh, zweimal Dreadmaster. Was? War's schon wieder? Ja. Warte mal. Nachdem diese Karte als speziell findet. Ach, das ist nicht mal ein aktivierender Effekt. Nein! Ich dachte, das ist nur, wenn er durch Gefängnis-Urturm... Dachte ich auch erst, aber ist es nicht? Nur die Summoning, die zwei Summon von Grave ist... Ja, das ist ja anders, Bastet! So, mein Lieber! Jetzt gibt's aufs Moll! Ey, das ist ja richtig schlimm! So... Nein! Oh nein, 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 nein! Oh nein, und er hat einfach Ruf der Gejagten auf der Hand. Ja, Digga, du hast aber auch gezogen wie ein Gott hier, also. Was? Ich kann nicht aktivieren? Hä? Warte, ich hab doch was im Friedhof. Was? Hä? Warte, was? Na. Hey, ich check's grad nicht. Aha. Ah, okay, jetzt habe ich die Karte verstanden. So. Ich würde sagen, wir gehen rein da. Digga, als ob der jetzt einfach 100 Punkte mehr hat. Battle Wings! Mama Doomlord Effekt! Nee. So nicht, mein Lieber. So nicht. Ach, Junge. Der kann sogar zweimal angreifen. Oh, stimmt. Warum sage ich das auch noch? Nein, ich hab's gesehen. Er hat noch geleuchtet. Master, du hast mir geholfen. Okay. Dann bist du dran.
Ja. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich habe ja keine andere Wahl eigentlich. Hä? Was hast du? Ich rufe x-köpfige Kanone. Ja. Und ich aktiviere wieder weißer Schleier. Oh, das ist gut, ja. Oh, du möchtest die Mainface ändern? Ja. Ja. Mach das. Ah, oh nein! Das, oh, shit, ich hab was vergessen. Ja, das hab ich vergessen. Na, verdammt. Oh, verdammt, 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 verdammt. Ich habe aber trotzdem kein gutes Gefühl. Denkst du etwa? Es geht weiter, mein Lieber. Ich aktiviere Dr. D! Was? Ich verbanne mein... ja, welches verbanne ich jetzt? Könntest du der Hand hinzufügen oder oder speziell beschwören? Das ist voll dumm, aber Malicious macht ja was mehr Sinn. Alpha Bann, glaube ich, trotzdem das. Ich könnte jetzt einen Tipp geben, aber... Ach, der hat einen Friedhofseffekt. Du kannst zwei Schicksalmonster auf dem Friedhof wählen. Bestimme ein Monster, sein Antiker, während bis zum Ende des Spiels ist. Gleichzeitig eines anderen Monstern? Das ist ja busted. Weißt du, was auch noch busted ist? Normal Summon! Effekt! Diese ganzen kleinen Viecher mit 600, 800, 1000, was ist das? Dreadmaster ist halt krass. Hä? Also irgendwas habe ich da jetzt falsch... Nein, ich hab's falsch gemacht! Stark, Maurice! Super gemacht! Battle Quest! Warum sagst du nicht einfach Doom Lord an und dann kriege ich 3000 Schaden? Ach, Lord! Weißt du warum? Weil ich Ring des Magnetismus auf der Hand habe und sehr, sehr die Combo machen wollte. Ah, okay, verstehe ich. So, so, dann wollen wir mal. Willkommen in meinem Palast. Aber wie das in so einem Palast natürlich auch mal sein kann, lasse ich dir natürlich den Vortritt. Als hätte ich so eine Wahl. Ja. Ich ignoriere so einfach den Windsurf. Ich ignoriere die Tatsache, dass man nur eine Karte ziehen darf. Oh. Ich habe einen allseits bekannten Topf der Gier. Oh mein Gott. Und außerdem habe ich ein Monster verdeckt. Und eine Karte verdeckt. Mhm. Und noch ein Kärtchen verdeckt. Mhm, bitteschön. Mhm, So, mein Lieber. Ja. Ich ziehe. Und ich würde sagen, wir bringen das Duell direkt auf ein anderes Level. Gefängnisuhrturm. Junge, ich hasse den. Und natürlich machen wir das, beschleunigen wir das Ganze ein bisschen. Hm. Hä? Response? Response? Und dann würde ich sagen, setzen wir auch noch eine Karte. Und dann gehen wir in die Endphase. Okay. Dann, muss ich ja jetzt gucken, dass ich schnell irgendwie Schaden kriege. Findest du? Also ich finde, das muss nicht sein. Ich finde, das muss durchaus sein. Ich flippe meinen Y-Drachenkopf. Ja. Und rufe den allseits berühmten bewaffneten Drachen Level 3. Nein! Das ist sogar gar nicht mal schlecht. Oh nein, das ist wirklich nicht schlecht. Und dann greife ich an mit Y-Drachenkopf. Oh nein. Aha. Damage Step Effekt. So ein Ding ist das also. Ah, wer weiß. Das ist so dumm. Warum darf der nicht auch gegnerische Karten zerstören? Das wäre voll broken.
Ich meine durch Kampf. Was ist denn durch Kampf schon? Ja. Oh. Meine Kamera ist ausgegangen. Oh. Ja, alles gut. Spiel weiter. Wir machen mal eben hier nebenbei Reifenwechsel. Reifenwechsel, ja. Wir machen jetzt hier nebenbei auch Zugwechsel. Ich bin fertig. Ja, das glaube ich aber nicht so. MST, junge Mann. Ja, so, egal, du wusstest ja eh, dass ich die hab. So, ein Ding ist das. Oh. Oh. Also der bewaffnete Drache wird gleich ein Riesenproblem. Ja, ganz genau. Deswegen mache ich den jetzt einfach weg. Nein, machst du nicht. Du machst gar was? Nichts. Was? No! Ring der Zerstörung. Oh mein Gott. Hä, warte. Ist das schon Game? 2, 4. Nee, oh mein Gott. No, 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 no. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Egal. Stand by. Ja, kriegst ein Zählerchen. Ein Zählerchen? Der ist relevant, mein Lieber! Ja, ich weiß. Der ist sehr relevant. Aber der hier ist noch relevanter. Bewaffneter Drache Level 5. Oh nein, das ist halt schon echt. So. Oh. Bam. Und bam. Oh. Ah, jetzt kommt diese hektische Musik. Oh. Pressure, Pressure. Na gut. Dann würde ich sagen, holen wir uns jetzt mal Kraft, nämlich B-Kraft. Oh nein. Und fügen uns unsere Hand hinzu, unseren wunderschönen Plasma. Mhm. Und dann gebe ich leider ab. Ja, du hast ja eh was, worauf du sitzen kannst. Weißt, was witzig ist? Hätte ich nicht diesen Dread 7 gezogen, hätte ich einfach verloren. Ja. Na gut. Angreifen brauche ich ja jetzt nicht. Nee, das ist richtig. Das ist schon so Anime-Mystic mein. Aber sowas von, jetzt ziehen wir erstmal. Ja. Ey, come on, Alter, was? Ich habe eigentlich auf Poli gewartet. Aber ich nehme auch die drei Hunde mit. Ich hatte Dogma und Plasma. So dumm. Und jetzt, mein Lieber, opfern wir beide für Schicksalsheld Plasma! Fucking dumm. Effekt. Der kann nicht mal zerstört werden. Ich glaube, das ist FDK. Boom! Ey, das ist so dumm, ne? Das ist einfach. Das ist so. Digga. Das ist ja komplett dumm jetzt. Ja. Ja, krieg noch deinen Counter. Ja, was soll ich dir sagen? Ich aktiviere magischer Hammer. Ja. Das ist jetzt so dämlich, ne? Oh mein Gott, ich habe nicht zweimal angegriffen. Okay. Nein, warte mal, der annulliert Monster-Effekte, ne? Mhm. Muss kurz nachdenken. Mhm. Ich aktiviere Riesentrunade! Oh mein Gott, das ist gut. Was? Mein Gefängnis ist um! Nein! Ja. Nein! Und dann aktiviere ich Ehrung der Verdammten. Oh mein Gott. Oh, zum Glück habe ich die noch auf der Hand behalten. Let's go. Das war's mit Plasma. Oh no. Und dann spiele ich ein Monster und eine Karte verdeckt und du bist
Wie kannst du es wagen? Du hast einfach FTK besiegt. Magischer Hammer for the win! Alter, wie kannst du einfach einen FTK besiegen? Wie mächtig! Gefängnis nur Tom! Ja, nochmal wird's nicht so weit kommen. D-Kraft! Ich glaube schon. Ja, du kriegst ihn wieder auf die Hand. Ja, aber krieg ihn mal nochmal aufs Feld. Oh, das wehrt ich, mein Lieber. Oh, das wehrt ich. Das bezweifle ich. So, ich muss jetzt... Ich glaube... Ja. Krieg deinen Counter. Ich glaube, du hast vergessen, dass ich auch durch Riesentornade etwas auf die Hand zurückbekommen habe. Hä, warte, was? Und zwar meinen bewaffneten Drachen Level 5. Oh! Oh! Und jetzt liegt da Defender. Nein. Okay. Dann. Defender wird so. Das wäre wirklich witzig. Aber hey, ich kann die Stufe erhöhen. Ja, auf Level 7 gehen, das ist stark. Bewaffneter Drache Level 7. Das ist stark. Das ist stark, definitiv. Oh, ja. Zum Glück kannst du diesen Würfel nicht zurückholen. Oh, das ist ja krass. Ja, ja, natürlich. Was? Der muss in Angriffsposition sein. Ach, ich. Ach, verdammte Scheibenkleister. Oh Junge, das ist ja genial. Oh, du hast so Glück. Was ist das für ein Kackduell eigentlich hier? Das ist so ein schlechtes Duell. Was für ein schlechtes Duell, Junge. Ah! Ja, ja. Das wird dir jetzt auch nichts mehr bringen. Ja, wow. Ja, perfekt. Och Mann, ich bin so dumm. Das war's mit deinem Doomlord. Und weißt du was? Ich hab sogar hier noch einen zweiten. Ja, guck, es ist wohl spielrelevant gewesen. Alles andere ist spielrelevant. Ach Mann, ich hätte ihn ATK rufen müssen. Nein! Und wie immer natürlich nach dem Duell gibt's einen Charakter. Und ich würde gegen Jess haben. Aber Zufall, Zufall. Und. Oh. Ich glaube, ich habe den schwächsten Charakter auf meinem Board noch. Axel Brody mit Jim. Ja, das sind viele Ultra-Rares. Ja, den guten Axel und Jim zusammen. Das wird interessant. Sind zwei Deckthemen, die ich interessant finde. Und in Kombination gar nicht mal so schlecht sind. Von daher müssen wir natürlich gucken, was wir hier draus machen können. Was wir auch gucken können, ist, wie das ganze Match hier ausgeht. Also geht mal zu den guten CK rüber. Am Ende auch verlinkt. Und dann könnt ihr eben gucken, wer das Ganze hier gewonnen hat. Und natürlich auch, welchen Charakter er nächste Woche spielen wird. Denn das macht er natürlich auf seinem Kanal ebenfalls. Und mir bleibt nichts anderes übrig. Also sagen, ich wünsche euch jetzt natürlich einen wunderschönen Tag und wie immer viel Spaß beim Duellieren.